Das ist der Moment, in dem man sich richtig bescheuert vorkommt. So sah übrigens mein Zimmer aus. Da war mein Bett. Das ist jetzt schon wieder gemacht. Und ja, ich habe jetzt meine ganzen Sachen auch wieder gepackt und gehe jetzt aber noch nach unten. Eigentlich ist um 11 hier Checkout, aber ich darf hier bleiben, bis mein nächster Host mich abholt. Und dann geht's ab nach Fernie. Geht es mitten im Winter in Kanada einfach baden in den Hot Springs? Warum auch nicht? Wir waren jetzt gerade in den Hot Springs und jetzt sind wir auf dem restlichen Weg zurück nach Fernie. Ich esse gerade gebrannte Mandeln, richtig lecker. Und jetzt sind wir gerade an so einer Raststelle gehalten, weil Jessie kurz auf die Toilette muss. Und das sieht ja einfach aus wie im Wilden Westen. Guckt euch mal das an. So ein richtiges Saloon hier. Und auch das hier. Richtig süß. Ja, in so einer halben Stunde müssten wir eigentlich da sein. Und dann melde ich mich vielleicht da wieder. Bis später. Erfolgreich bestanden. Mir tut alles weh. Guten Tag. Ich sage jetzt extra nicht guten Morgen, weil es nämlich schon Nachmittag ist. Ich zeige euch gleich mal, wo ich bin. Ich sitze jetzt hier nämlich gerade am Fluss und lese ein bisschen. Den Tag über haben wir nicht so viel gemacht. Wir sind doch nicht Snowboard fahren gegangen, weil wir relativ spät erst aufgestanden sind, beziehungsweise ich war schon um 10 Uhr wach. Aber Jessie hat noch geschlafen und ich wollte ihn dann auch nicht wecken. Heute Abend geht es dann auf eine Party, mal schauen, wie das so wird. Und ja, mal gucken, was wir die nächsten Tage dann noch so machen. Guten Morgen! Ich bin immer noch in Fernie. Heute ist Sonntag, der 3. April. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich gestern am Samstag nichts gefilmt. Es ist aber wirklich absolut überhaupt nichts passiert. Heute bin ich allein zu Hause, weil mein Host, der Jesse, der muss heute wieder arbeiten, heute und morgen. Der arbeitet nämlich Schicht hier in der Kohlemine, wie so ziemlich jeder hier, weil das eben so die größte Branche hier ist. Und das heißt, ich habe jetzt 2 Tage für mich und kann so ein bisschen Fernie erkunden. Eigentlich wäre der Plan gewesen, dass ich gestern abgereist wäre.
Er hat mich dann aber gefragt, ob ich noch länger bleiben möchte und mir gefällt sie eigentlich richtig gut, also habe ich gesagt, okay, ich bleibe noch ein bisschen. Ja, mal gucken, was ich jetzt heute so mache. Mache ich mir erstmal ein großes Frühstück, ich habe nämlich Hunger und dann geht's los. Ich bin wieder zurück. Ich habe mir kein Frühstück gemacht, sondern Frühstück geholt. Und zwar ein Bagel bei dem Laden hier, der ist gleich gegenüber und nennt sich Big Bang Bagel. Und die haben da richtig leckere Sachen. Ich habe mir jetzt einen Mr. Fernie Bagel geholt. Da sind Tomaten drauf, Käse, Schinken, Avocado und noch irgendwas mit einem Sesam-Bagel. Und die haben da eine riesige Auswahl. Jetzt freue ich mich schon richtig darauf, das zu essen. Wenn man am 3. April einfach im T-Shirt draußen sitzen kann, weil es so warm ist. Es ist so wunderschönes Wetter. Und hier habe ich wieder meine wunderschöne Aussicht. Ich liebe Kanada einfach. Jetzt war ich ein bisschen wandern und jetzt chill ich ein bisschen hier. Lese ein bisschen was, schreibe ein bisschen. Ja. Hey guys, ich bin inzwischen wieder zu Hause. Es ist jetzt schon Abend. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück, habe mir Abendessen gemacht und jetzt sitze ich hier gerade so ein bisschen auf der Couch und schaue eine Serie auf Netflix und zwar Friends. Und dann werde ich heute Abend wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Ich bin ziemlich müde, wahrscheinlich einfach, weil ich den ganzen Tag an der frischen Luft war. Und ja, mal gucken. Und morgen wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie heute. Vielleicht gehe ich noch so ein bisschen, ja nicht shoppen, aber halt so ein bisschen in die Läden gucken und so weiter. Und dann wahrscheinlich auch noch einkaufen, weil ich nicht genau weiß, was ich mir morgen zum Mittagessen machen soll. Aber das sehe ich dann ja. Ja, und ich denke, heute Abend wird nicht mehr viel passieren. Also sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen. Es ist Montag und heute ist leider nicht so tolles Wetter. Also momentan scheint noch ein bisschen die Sonne, aber für ab heute Mittag ist dann Regen und schlechtes Wetter angesagt. Deswegen muss ich mal gucken, was ich heute mache. Jetzt mache ich mir erstmal Frühstück. So, und das wäre dann mein Frühstück. Da habe ich einmal so englischen Breakfast-Tee mit Milch und Haferflocken mit Mandarinorangen und getrockneten Blaubeeren. Es ist jetzt kurz nach 10. Ich habe gefrühstückt, ich habe geduscht. Und jetzt gehe ich was einkaufen, damit ich mir heute Mittag was Leckeres zum Mittagessen kochen kann. Musik
So, ich habe jetzt zwei Riesenportionen von dem Eintopf gegessen, den ich mir gemacht habe. Jetzt bin ich voll und jetzt gehe ich ein bisschen nach draußen. Denn, also ich meine, das ist ja wohl das perfekte Wetter, um draußen rumzulaufen, oder? Wenn das nicht wunderschön aussieht. Okay, also da bin ich und die Strecke möchte ich machen. Und das ist der Mount View Loop und der geht 2 Stunden. Also jetzt wird sie aber wirklich abenteuerlich. Hallo? Geht's noch? Ich kann doch nicht einfach den Weg hier überschwemmen. Ja, zum Glück habe ich meine getreuen Stiefel an. Gefahr erkannt und gebannt. Ja gut, also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder habe ich irgendwo den falschen Weg genommen. Ich hätte dann allerdings keine Ahnung, wo ich falsch abgebogen bin. Oder die Angabe von 2 Stunden war völliger Schwachsinn. Oder ich bin einfach so schnell gelaufen, was sogar wirklich sein kann, denn meine Füße fühlen sich gerade echt so an. Aber warum bin ich jetzt schon nach einer Stunde wieder zurück zu Hause? Man weiß es nicht. Es ist inzwischen Abend. Ich habe vorher noch eine Runde Yoga eingelegt, was auch mal ganz nett war. Jetzt sitze ich auf der Couch und schaue Friends. Ratet, wer gestern Nacht die Einladung für die Arbeitserlaubnis bekommen hat. Ich sitze gerade im Auto und warte auf Jesse, der... Das ist eine lange Geschichte. Morgen ist hier Hotdog-Tag. Das bedeutet, es gibt ein riesiges Fest oder eine riesige Party auf dem Skihügel. Und Jesse ist jetzt gerade oben und versteckt da Bier. Guten Morgen. Heute ist mein letzter Tag hier. Und das bedeutet für mich, Koffer packen. Of course you do. Yeah.